Mein letztes Album ist jetzt 3 Jahre her und ich weiß, ohne mich ist das hier einfach zu leer. Man sagt, Sido steht da oben ganz allein auf dem Berg, denn unter 100.000 macht es keiner wie er. Aber sag mal, wo kommen immer diese Streithammel her? Damals hätte ich sowas vielleicht mit einem Zweikampf geklärt, doch heute ist mir die Scheiße meinen Einsatz nicht wert. Ich hab in der Zwischenzeit geheiratet, yeah! Ich muss es wieder tun, weil der Drang danach mich auffrisst. Los, hol das Mikrofon, putz es und entstaub es. Leg mir einen dicken Stapel Papier und einen Stift hin. Los geht und erzählt es jedem, dass ich zurück bin. Höchste Zeit, dass ich mich mal wieder melde. Ohne mich ist deutscher Hip-Hop nur ein Kinderspielplatz. Wenn ich nicht da bin, ist es einfach nicht dasselbe. Aber hier bin ich wieder, na, wie findet ihr das? Höchste Zeit, dass ich mich mal wieder melde. Ohne mich ist deutscher Hip-Hop nur ein Kinderspielplatz. Wenn ich nicht da bin, ist es einfach nicht dasselbe. Aber hier bin ich wieder, na, wie findet ihr das? Da waren die Wochen in Los Angeles eine schöne Zeit. Und dann fast das ganze Jahr über in Österreich. Die große Chance, Heinzel macht eine Judo-Rolle auf dem Boden, weil er sein Niveau da suchen wollte. Absolute Mehrheit war nicht einfach zu glauben. Ich hab gesagt, was ich meine und trug die Scheine nach Hause. Wo sind die 300.000 hin? Kinderheim oder ausgegeben? Vielleicht wär's besser, ihr vertraut mir eben. Ich tu es wieder, weil der Drang danach mich auffrisst. Los, hol das Mikrofon, putz es und entstaub es. Leg mir einen dicken Stapel Papier und einen Stift hin. Los geht und erzählt es jedem, dass ich zurück bin. Höchste Zeit, dass ich mich mal wieder melde. Ohne mich ist deutscher Hip-Hop nur ein Kinderspielplatz. Wenn ich nicht da bin, ist es einfach nicht dasselbe. Aber hier bin ich wieder, na, wie findet ihr das? Höchste Zeit, dass ich mich mal wieder melde. Ohne mich ist deutscher Hip-Hop nur ein Kinderspielplatz. Wenn ich nicht da bin, ist es einfach nicht dasselbe. Aber hier bin ich wieder, na, wie findet ihr das? In der ganzen Zeit hat sich bei mir viel verändert. Ich bin rumgekommen, 3 Jahre, 7 Länder. In manchen blieb ich länger, weil man ein Zuhause braucht. Deswegen habe ich auch mit meiner Frau ein Haus gekauft. Und all das, weil der Drang danach mich auffrisst. Los, hol das Mikrofon, putz es und entstaub es. Leg mir einen dicken Stapel Papier und einen Stift hin. Los geht und erzählt es jedem, dass ich zurück bin. Höchste Zeit, dass ich mich mal wieder melde. Ohne mich ist deutscher Hip-Hop nur ein Kinderspielplatz. Wenn ich nicht da bin, ist es einfach nicht dasselbe. Aber hier bin ich wieder, na, wie findet ihr das? Höchste Zeit, dass ich mich mal wieder melde. Ohne mich ist deutscher Hip-Hop nur ein Kinderspielplatz. Wenn ich nicht da bin, ist es einfach nicht dasselbe. Aber hier bin ich wieder, na, wie findet ihr das?